Ein herzliches Hallo an meine veganen und nicht-veganen Freunde und Freundinnen und alle dazwischen drin. Für ein paar griechische Zungenübungen. Ich habe die Sprache 21 Jahre nicht gesprochen. Seit 21 Jahren? Das ist doch kein Zufall. Hey Bill, das wäre doch eine Story für Sie. Drei Männer, die sich noch nie begegnet sind, bekommen eine Einladung zu einer Hochzeit. Auf einer Insel, auf der sie seit 21 Jahren nicht gewesen sind, von einer Frau, die sie seit 21 Jahren nicht gesehen haben. Was wird hier gespielt? Da könnte man was draus machen. Harry, was ist mit Ihnen? Womit hat man Sie von Ihrem Banker-Schreibtisch weggelockt? Wird das ein Interview? Ja. Gut. Also, wenn Sie mich so direkt fragen, Donners Einladung hat sehr viele schöne Erinnerungen mir geweckt. Und heiliger Bimbam! Darf ich das wörtlich zitieren? Nein, die Gitarre hier. Die kenne ich doch. H. Punkt, B. Punkt. Headbanger! Ja, das war mein Spitzname. Und D.S. Donna Schilling. Die habe ich ihr damals gekauft. 10 Scheine und mein Led Zeppelin-T-Shirt. Da soll mir doch einer sagen, dass ich... Donna! Hey, Donna! Harry! Hallo. Oh, du! Du hast mich so enttäuscht, ich konnte dich nicht verstehen. Damals nahm ich mir vor, dich nie wieder zu sehen. Vorübergehen. Okay.
geschworen, dass ich lerne daraus. Jetzt bist du hier und ich starr dich an. Was ist mit mir? Plötzlich kenn ich mich selbst nicht mehr. So als ob ich im Fieber wäre. Nur ein Blick ist schon in mir kalt und heiß. Es geht schon wieder los. Wie kann das denn normal sein? Mama Mia, es ist hoffnungslos. Wie wirst du mir egal sein? Ja, mein Herz hat noch Narben, so viele Träume starben. Wie konnte ich nur von dir gehen? Mama Mia, jetzt erst kann ich sehen. Wie wird das da vorübergehen? Stimmt's? Ihr seid nicht wirklich hier. Soll ich die zwicken? Fass mich nicht an! Das sind ja ganz neue Töne. Verdammt nochmal, Sam, was machst du hier? Was macht ihr alle hier? Weg! 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 So, Entschuldigung, ich bin einfach total verdattert. Also ich schreibe einen Artikel für eine Zeitschrift. Aha. Ich mach Urlaub. Ja, und ich wollte einfach mal Hallo sagen. Tja, das ist ja jammerschade, aber wir sind leider komplett ausgebucht. Es ist Hochsaison. Oh, ein Glück, dass ich rechtzeitig reserviert habe. Und wenn wirklich alles ausgebucht ist, könnt ihr ja bei mir übernachten, nicht wahr? Ach, ihr bekommt aber so ungelegen. Warum? Naja, weil ich richte einem Mädchen von der Insel morgen die Hochzeit aus. Und da habe ich einfach nicht genug Personal für 3 zusätzliche Gäste. Auf dem Festland hättet ihr es bestimmt viel komfortabler. Ach. Bin ins Luxusentzug gewöhnt, he? Und der gute Headbanger hier hat die Spontanität ja bekanntlich mit der Muttermilch aufgesogen. Und du? Ich wollte einfach die Insel wiedersehen. Du weißt ja, was sie mir mal bedeutet hat. Ja, Jungs, ich würde ja furchtbar gern mit euch in Erinnerung schwelgen, aber ich muss dringend los. Meine Handtasche aufräumen! Hat sich gut gehalten, das Mädel. Sie ist immer noch da. Nur ein Blick und schon wird mir kalt und heiß. Ein Blick mehr und alles dreht sich im Kreis. Wow, wow. Mama Mia, sie kommt wieder los. Wie kann das denn normal sein? Mama Mia, das ist was für uns. Wie wirst du mir egal sein? Ja, mein Herz hat noch Namen. So viele Freunde strahlen. Wie kommt sich an mir gehen? Thank you.
bin ein einsamer Wolf. Das habe ich schon vor langem begriffen. Ich muss meinen Weg alleine gehen. Tut es dir mal leid? Bin ich gar nicht weit? Ich komm gern zu dir. Komm und wachs mit mir. Wenn dir etwas fehlt, ich bin immer da für dich. Wenn du nicht mehr weißt, wohin, wende dich an mich und beuge. Thank you.
Ich wünsche meinen veganen und nicht veganen Freunden und Freundinnen und alle dazwischen drin ein langes und vor allem gesundes Leben. Ob du vegan bist oder nicht, das ist nicht wirklich die Frage.